Herzlich willkommen beim Tabellenführer der dritten Liga. Wenn am heutigen Abend in den nächsten 5 Minuten, in dem Moment, wo wir jetzt aufzeichnen, beim Spiel in Essen gegen Erzgebirge Aue nicht noch 4 Tore für die Gäste fallen, dann wird es so sein, dass die Löwen nach dem zweiten komplettierten Spieltag dieser dritten Liga Tabellenführer sind. Und wie hat es der Kollege heute Morgen in den Giesinger Gedanken formuliert? Ja. Wir staunen, oder wie hat das genannt? Kommt doch jetzt irgendwie schon überraschend, würde ich mal sagen. Darüber will ich heute mit meinen Gästen sprechen. Natürlich auch über diese englische Woche, die uns bevorsteht, nämlich dann das Heimspiel gegen Lübeck, das schon am Dienstag auf dem Programm steht. Dann spielen wir am Samstag in Sandhausen, da werden wir sicherlich auch ein paar Worte drüber verlieren. Und letzte Woche war ja an sich auch eine englische Woche. Toto-Pokal in Aindling, das müssen wir auch noch kurz streifen. Ich habe aber heute keinen Bock, das wie letzte Woche irgendwie chronologisch oder vorletzte Woche chronologisch zu machen. Nee, wir fangen natürlich mit Duisburg an. Zunächst begrüße ich aber natürlich dann die Gäste, alles interne, keine externen Leute, nämlich Bernd, die Taktiktafel ist wieder da, der Jan, der liebe Co-Moderator und wer sich auch noch zu uns gesellt hat, nach dem Sport, glaube ich, er sieht topfit aus und hört sich hoffentlich auch topfit an. Das ist der Flo. Hallo, ihr drei, grüße euch und guten Abend. Servus, guten Abend. Servus beieinander. Servus. Also, ich selber war ja in Landsberg, das gebe ich hier zu. Das war ja völlig parallel. Also 3 Minuten früher hat es in Landsberg angefangen, glaube ich, wegen der Live-Übertragung im Fernsehen und habe tatsächlich von dem Löwenspiel dann natürlich nur in unserem Ticker nachgelesen und was ansonsten so berichtet wurde. Und ja, die Zusammenfassung haben wir natürlich angeschaut. Ich glaube, aus unserem Kreis, ich weiß, dass aus unserem Kreis aber sowieso nur einer vor Ort war, brav, den Löwen da hinterhergefahren ist in Duisburg. Das warst nämlich du, Flo. Ja, ich glaube, die Rückfahrt mit der Bahn war beim einen oder anderen etwas schwierig. Wie bist du denn hingefahren überhaupt in den fernen Westen heute, gestern? Ich war am Freitag noch auf dem Geburtstag, heißt, ich bin um 5 heim, hab geduscht, hab mich fertig gemacht, hab mich ins Auto gekocht, hab die ganze Hinfahrt geschlafen, deswegen. Also, das Spiel war ganz cool, Stimmung war sehr gut, fand ich. Das Spiel war gut, wenn man auch sehr viele Geschenke gekriegt hat, aber sonst war eine gute Fahrt. Warst dann recht müde im Stadion? Nein, du hast ja auf der Fahrt geschlafen, oder? Genau. Schlaf war 6 Stunden, war genug. Perfekt. Wie lange auch immer die Fahrt gedauert hat. Ja, du hast direkt das Spiel gleich angesprochen. Warum lange um den heißen Brei herumreden? Vielleicht kommen wir auch noch mal auf das Atmosphärische kurz. Aber Bernd, du hast natürlich brav und fleißig gearbeitet. Du hast die Taktiktafel des Spiels schon am Sonntagabend, also heute, fertiggestellt, weil wir ja, wie gesagt, am Dienstag schon das nächste Spiel haben. Was sagst du denn jetzt ganz frei heraus zu diesem Spiel? Ich gebe zu, ich habe die Taktiktafel noch nicht gelesen, obwohl sie ja schon erschienen ist. Aber ich habe es nicht mehr geschafft jetzt vor unserer Sendung. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was du so sagst dazu. Bitte. Dein Ja gut, Wort. also erst einmal war es für mich systematisch interessant, dass wir im 4-4-2 gespielt haben. Das war witzigerweise von mir ja in unseren Prognosen, die wir da seit dieser Saison machen, so gewünscht. Unterschied war hängende Spitze, hätte ich den Lakenmacher gebracht, hat der Trainer Frenizi gebracht, war eine Top-Entscheidung, hat wunderbar da vorne hingepasst. Das Anlaufverhalten war auch systemgetreu. Das heißt, Duisburg wurde mehr oder weniger durch die zwei anlaufenden Stürmern zum Spiel auf die Flügel oder langen Bällen gezwungen. Damit sind die nicht wirklich zurechtgekommen. Erste Viertelstunde war es ein bisschen abtastend, dann ist es ein bisschen ruppig geworden. Nach dem Führungstreffer haben wir bis zum Ende der ersten Halbzeit wirklich ein Topspiel gezeigt mit Feldüberlegenheit, Ballbesitzüberlegenheit. Leider hat es da zum zweiten Treffer noch nicht gereicht oder zu weiteren Treffern. In der zweiten Halbzeit logischerweise Duisburg giftig aus der Kabine, dann mit Ballbesitzvorteilen, was ihnen allerdings nicht viel eingebracht hat und durch die ja, Situationen, die Duisburg eben schlecht ausgespielt haben, sind wir dann immer wieder zu Chancen gekommen mit einer unfassbar guten Schussgenauigkeit. Wir haben 13 Schüsse verzeichnet, davon wurden 3 geblockt, nur einer ging neben das Tor, alle anderen haben entweder eingeschlagen oder dem Torwart Arbeit verschafft. Das war stark, auch dass wir einen Kopfballtreffer nach einer Standardsituation hatten, sensationell. Ich bin grundsätzlich begeistert.
bisschen Abstriche muss man machen, weil der, wie der Flo schon gesagt hat, Schiedsrichter hat uns durchaus das ein oder andere Geschenk verteilt. Vor allem, dass der Fernat nicht mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, ist ja Schwamm drüber. Also ich mag den Verlaat, ich bin ein Riesenfan von ihm, aber also was ging in seinem Kopf vor einer 8 Minuten, da den Pledel einfach mal aus dem Leben wegzuhauen? So, das war, also ich kann mir noch nicht als Abwehrspieler eine 8 Minuten in der Mittellinie eine gelbe Karte holen, also sorry. Wie Naja, alt das hat war? der Thomas Miller gegen Bochum damals nach 2 Sekunden geschafft, als er einen Wegmann weggeflext hat. Das war schon, also das kann man schon machen. Jetzt bei Verlaat wird geadelt, dann wird mit Thomas Miller verglichen im 60er E-Talk, Ausgabe 120. Ist ja Wahnsinn. Wie war das dann bei der gelb-roten, also bei der nicht, bei der nötigen gelb-roten Karte für den Verlaat im Block oder so? Wie wurde das da auf- oder wahrgenommen? Ich glaube, also die Alkoholstimmung war ja flüssig, würde ich behaupten. Also ich glaube, viele haben das gar nicht realisiert, dass der fast raus musste. Also als er ausgewechselt wurde, haben neben mir direkt gesagt, hey, wieso nimmt der jetzt den Verlat runter? Ich gesagt, ja, weil der sonst einfach geht, Punkt. Und das war halt wirklich Thema, kann man machen, muss man nicht. Ah, haben wir schon Glück gehabt, dass er ihn nicht runterstellt. Da stand es 2-0 für uns, oder? Genau. Okay. Was der Ziegner irgendwie nachher in der PK irgendwie kritisiert oder beziehungsweise, ich glaube, er wurde es gefragt, Qualität des Rasens irgendwie in dem Stadion wird wohl auch Football gespielt und da mussten sie jetzt wohl vor kurzem irgendwie haben sie den kompletten Rasen ausgetauscht und ich habe irgendwie gehört, der wäre noch nicht so richtig angewachsen gewesen. Also ich bin jetzt auch da überhaupt kein Experte, was das angeht, aber hat man das irgendwie im Stadion gemerkt, Da dass fragst du den Falschen. der... Okay, ja. Jan, du, weißt du da was drüber? Ja, ich habe es am Also. Anfang gleich, ich habe es im Fernsehen verfolgt dieses Mal, war ja auch nicht in Duisburg, aber ich habe am Anfang gleich eine Szene mit Schwarz gesehen, wo er einen Mini-Antritt macht in Richtung, wo es Einwurf für Duisburg gab und da ist der halbe Rasen unter seinem Schuh weggeflogen. Da habe ich mich schon gewundert, was da los ist, aber jetzt, wo du es ansprichst, passt das ganz gut ins Bild. Also das war echt, ja, fußgroß, was da einfach mal wegen einem kurzen Antritt da sich durch die Luft bewegt hat. Das kann ich dann schon nachvollziehen, dass ihm das gestört hat. Und zum Ziegner noch, fand ich auch krass, dass der Schiri offensichtlich zu ihm gesagt hat, das zweite vom Verlat ist gelbwürdig. Er gibt dann aber keine gelbe, weil er schon gelb hat. Und, hä? Also Nee. ganz komische Begründung auch von Petersen. Also. Die Begründung war ganz seltsam, aber das wäre schon gelbwürdig, aber weil er die andere so früh ging, ich krieg's nicht mehr zusammen jetzt, glaube ich, aber ja, Wenn nochmal dann nach, irgendwie, also ganz weil da noch ein seltsam. anderer war, der die Torschance hätte verhindern können, nein, ist, naja. Ja, genau, nein, sowas, weil der Stürmer nicht, also weil der mit dem Rücken zum Tor stand, deswegen, hast du das zufällig auch gehört, Bernd? Ja, ich habe es gehört, aber ich bringe Auch. diesen wirren Gedankengang des Schiedsrichters, also ich habe ihn nicht wirklich im Kopf abspeichern können, weil das war wirklich, wenn der das so zum Ziegner gesagt hat, also wäre ich der Ziegner gewesen, ich hätte ihm vermutlich einen geschmiert. Ja, gut, könnte man dem Ziegner auch zu. Mir ist der Ziegner jetzt auch nicht der sympathischste Trainer der dritten Liga, aber der ist tatsächlich schon, da hat man ihm ein bisschen mitgespielt. Noch aber ein Wort zu dem Rasen, weil du bist ja quasi, ich sag jetzt mal, du hast ja auf Also deinem. ich hätte nicht dem Ziegner einen geschmiert, sondern dem Schiedsrichter am Ziegner seine Ja, das Stelle. würde man dem Ziegner auch durchaus zutrauen, dass er das tut, meine ich. Ach so, ja, das kann sein, weiß ich nicht. Ich kenne den Herrn nicht. Aber es ist den Ziegner. Ja, aber so vom Medialen irgendwie, oder? Also, naja, egal. Du hast so viel Grün da im Hintergrund bei deinem Profilbild. Hast du das im Fernsehen irgendwie auch beobachtet mit dem Rasen? Ist dir da was aufgefallen, wie jetzt unserem Fuchs Jan, Es oder? ist aufgefallen, dass Spieler oft ausgerutscht sind. Ja, und oft in Zweikampfsituationen und dann war es oft so, dass man gedacht hat, das wäre jetzt vielleicht ein Foul gewesen. Dann kam die Einstellung aus einer anderen Perspektive und dann sieht man, naja, vielleicht doch nicht. Aber ja, nein, war doch für alle der gleiche Rasen. Ja, witziger. Stimmt. Hat das nicht auch der, das hat der Ziegner, glaube ich, in der PK auch mehrfach gesagt. War ja für alle das gleiche, war ja für beide Mannschaften und so weiter. Trotzdem ist es natürlich, wenn da irgendwie qualitative Probleme aufgetreten sind, ist es natürlich ärgerlich. Liegt vielleicht auch an der Region. In Essen vorhin jetzt gerade gegen Aue, ich habe da kurz am Rande reingeschaut, da gab es irgendwie ja auch sogar eine Verletzung von irgendwie einem von Aue, der da irgendwie böse am Rasen hängen bleibt oder so. Also, und da ging es dann auch irgendwie darum, dass sie neu angesät haben und das aber noch nicht so gegriffen hat. Ja, das Rasenthema ist was für rasende Reporter. Haha. Nein.
Wir wollen uns dann mit nicht aufhalten. Was wir natürlich besprechen müssen, ist jetzt hier das Debüt von Schwarz. Da gab es ja auch die eine oder andere Einschätzung, dass der vielleicht noch gar nicht spielt. Und ja, dann macht er gleich mal zwei Tore. Ich meine, nicht nur eins, wie irgendwelche anderen Neuzugänge, die da irgendwie Vergleiche teilweise auch herangezogen wurden bei anderen Vereinen, sondern der trifft gleich zweimal. So kann man sich einführen, oder, Jan? So kann man sich einführen, ja. Ich meine, hat nicht, noch nicht so viel Zeit mit der Mannschaft verbracht, natürlich, nach seinem Transfer, aber offensichtlich scheint das gut zu funktionieren. Zwei Tore im ersten Spiel, glaube ich, sprechen da eine eigene Sprache. Und ja, ich denke, da auf den jungen Mann kann man sich freuen. Der ist ja erst 24, ich habe irgendwie das völlig falsch abgespeichert. Also, ich habe den irgendwie viel älter in Erinnerung oder im Kopf gehabt, aber 24 ist ja bestes Fußballeralter, also ich bin gespannt, wie sich die Saison entwickeln wird und wenn es so weitergeht, dann ist das vielleicht der entscheidende Faktor, denn also so einen 15-Plus-Tore-Mann braucht man, um oben mit dabei zu sein und ich meine, zwei hat er schon, also Nur noch 13. Flo, Wahnsinn. war der beim Jubeln nach dem Spiel auch da voll schon integriert oder so? Oder wie hast du das Ich beobachten bin können? relativ zügig nach Abpfiff raus, ich habe das nicht gesehen, das. Ich muss aber sagen, also macht er beim ersten Tor sehr gut, wie er da dazwischen spitzt und sich den Ball holt, aber das war halt einfach wirklich ein Geschenk so. Das darf niemals, spielst ja auch keinen Querpass vor der Viererkette. Ich meine, bei WBS gerade, wir spielen unterste Freizeitliga. Ich meine, da spielt auch keiner vorm Tor einen Querpass. Und beim zweiten macht er super das Tor nach der Standardsituation. Er hätte sogar noch ein drittes machen können, wo er allein aufs Tor zuläuft. Ich finde aber auch bei dem ersten jetzt von den Fernsehbildern her, das muss dann aber halt auch reinmachen, das Ding. Ich meine, klar ist das Ja, eine er Richtung. macht's wirklich gut. Wie er es macht, ist gut, den muss er Ja, erstmal reinmachen, aber diese Situation darf nie zustande kommen. das ist wohl richtig. Bernd, ein Medienvertreter oder wie auch immer, hat ja in der Pressekonferenz dann vom ersten Pflichtspiel für Schwarz gesprochen. Das hat dich, glaube ich, ein bisschen gestört, dass man da den Toto-Pokal, über den wir dann auch gleich noch reden, da einfach mal nicht als Pflichtspiel mitzählt. Also es war gar nicht sein erstes Pflichtspiel, richtig? Ja, es war halt sein Debüt in der Liga, mein Gott. Schwamm drüber, kann ja jeder mal einen Fehler machen. Hast dich schon wieder beruhigt. Gut. Okay, ja, zu Duisburg. Wie gesagt, wenn es da noch irgendwie wichtige Dinge zu erwähnen gibt, Bernd, du hast ja schon sozusagen so ein bisschen Ja, diese Schlitzohrigkeit vom Starke, wie er sich da in den Strafraum mogelt und dann keiner von den Duisburgern kriegt's mit. Er steht da völlig mutterseelenallein und versenkt ihn zum 1:0 nach der Flanke vom Frenesi. War schon gut. Und auch der Guttauer, wie er vom linken Flügel quasi in rechten Halbraum einrückt im Strafraum. Also, ja, top. Das sind so Sachen, da geht mal das Herz auf, weil das ist einfach, da denken die Leute mit. Aber Ja. das ist auch sehr stark vom Starke. Aber macht er super, aber der hat Zeit, den Ball anzunehmen, ihn sich hinzulegen und dann einzuschieben. Das hast du in der dritten. Also normalerweise darf er diesen Raum nicht haben. Er Ja. macht das Tor, er macht alles richtig, aber die ersten beiden Tore dürfen eigentlich niemals zustande kommen. Was uns wieder zu dem Punkt vielleicht bringen würde, dass wir sagen, okay, das haben wir nach dem Waldhofspiel auch gesagt, ja, vielleicht war der Gegner auch nur so schwach, jetzt gut. Die waren jetzt tatsächlich ja auch im nächsten Spiel auch nicht so unbedingt überragend, haben nach einer 2-0-Führung gegen Lübeck noch 2-2 gespielt. Jetzt könnte man sagen, das war der nächste schwache Gegner, jetzt haben wir halt das ganze Fallobst am Anfang. Jakubacci sagt aber in der Pressekonferenz danach, er glaubt, dass Duisburg oben mit dabei ist. Ist auch so ein bisschen, da lobt er sie ein bisschen oder um den eigenen Sieg da ein bisschen Ja, zu. im Endeffekt ist es ja auch wichtig, dass du solche, ich nenne es jetzt mal Arschlochspiele, einfach wirklich gewinnst. Ja, und es ist ja auch so, Duisburg ist jetzt vielleicht noch nicht wirklich im Tritt, die haben aber keine große Fluktuation gehabt und wenn da mal die Rädchen greifen, dann kann das für Duisburg schon ganz gut werden. Ich meine, die haben mit dem Esswein und dem Köpke zwei Top-Stürmer geholt und das Mittelfeld und die Abwehr bis auf Frey, der zu uns gegangen ist und Quadwo, der auch zu uns gegangen ist, haben die ja noch all das, was sie vorher auch hatten. Die Jungs kennen sich. Ich glaube jetzt nicht, dass Duisburg die Vokabel Fallobst gerecht wird. Also das finde ich zu hart. Wobei
Natürlich, der Spruch, den ich jetzt bringe, stammt noch aus Bundesliga-Zeiten. Aber ein Kumpel und ich, wir hatten damals dieses geflügelte Wort: Verliere nie gegen Duisburg und steigst ab. Aber es sind andere Zeiten, es ist eine andere Liga. Von daher greift der Spruch ja nicht mehr. Aber es ist schön, da nicht zu verlieren. Die treuen 60er.de-Talk-Hörer kennen den schon, weil ich glaube, das hast du schon zweimal erwähnt. Immer wenn wir über Duisburg, oder häufig, wenn wir haben schon öfter über Duisburg geredet, dann berichtest du davon. Das ist sehr gut. Das nächste Mal spreche ich dich von vornherein drauf an. Gibt es irgendwas zu bemängeln auch noch massiv, Jan? Vielleicht hast du, mein, du warst jetzt nicht vor Ort oder so, aber eigentlich ist erstmal so alles ganz wohlgefallen. Ja, ich wollte es gerade noch anbringen. Ich bin echt sehr überrascht, dass dieser ja doch neu zusammengestellte Kader so schnell, so gut funktioniert. Also in der Vorbereitung sah das ja noch ganz anders aus. Das haben wir ja auch besprochen. Jetzt diese ersten beiden Spiele, muss man sagen, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die eigentlich echt Spaß macht, die miteinander gut kommuniziert anscheinend, zumindest auf dem Feld, sonst weiß ich es ja nicht, aber das wirkt echt richtig gut. Natürlich müssen wir jetzt mal abwarten, wie die nächsten Spiele kommen. Haben jetzt ja nächste Woche dann gleich wieder zwei, wo wir dann drüber sprechen können, also dann schon vier. Da wird man dann nochmal mehr wissen, ob es wirklich jetzt, ja, was dauerhaft ist oder erstmal ein guter Start und dann entwickelt sich es erstmal komplett. Oder können wir absolut zufrieden sein, was wir bisher in den Pflichtspielen gesehen haben. Ein großes Problem könnte sein, dass er jetzt zum Beispiel ist ein Frei, ja, der jetzt sozusagen dann auch verfügbar wäre am Dienstag gegen Lübeck, womit wir dann schon im Übergang zu dem nächsten Heimspiel sind. Ja, dass der vielleicht sich erstmal hinten anstellen muss, oder Bernd? Was heißt Problem? Oder? Auf der 6 hast du, glaube ich, schon einen brutalen Überschuss mittlerweile, wenn es dann auch der Rieder wieder fit wird irgendwann. Tim Kloss drängt ja eigentlich auch so ein bisschen sich auf. Der wird wahrscheinlich dann doch nochmal hinten anstehen, gerade als Jüngster, aber Problem will ich es nicht nennen. Das ist einfach ein guter Konkurrenzkampf, den wir da haben. Und irgendwann wird sich auch mal wer verletzen, das lässt sich nicht vermeiden. Und dann hat man halt einen äquivalenten Spieler, den man da gleich mit reinwerfen kann und hat wieder eine super erste Elf, die man da auf den Platz bringen kann. Also ich würde es als, wenn ich es Problem nenne, nenne ich es aktuell Luxusproblem. Happy Trouble. Nichtsdestotrotz, ich hatte jetzt ja direkt schon den Bernd versucht anzusprechen drauf, aber genau, natürlich, wir waren auch im Dialog ja. Bernd, was ändern dann jetzt gegen Lübeck oder die gleiche Elf wiederbringen? Nein, ganz klar, die gleiche Elf wiederbringen, sofern in irgendeinem irgendwo der Muskel zwickt oder irgendwas. Die haben alle gut zusammen funktioniert. Man braucht gegen Lübeck jetzt da auch nicht ja, Angst bekommen, dass man da jetzt irgendwie einen Top-Gegner am Dienstag vor sich hätte. Natürlich darf man es nicht auf die leichte Schulter nehmen, das ist ganz klar, weil die Leistungsdichte, das ist einfach zu nah dran, alles beieinander. Aber man hat es in den Spielen gegen Sandhausen, das hat Lübeck zu Hause 0-0 gespielt und dann jetzt gegen Mannheim das 2-2, hat man schon gesehen, dass Lübeck halt schon stark vom langen Ball auch lebt. Und ich glaube nicht, dass, wenn Lübeck diese Taktik weiter verfolgt, so wie kompakt wie wir stehen und wie wir uns die Lufthoheit auch jetzt erobert haben gegen Duisburg, mit sowas einen Fuß auf den Rasen bringt. Also da Okay, denke ich also. schon, dass mit der Mannschaft so weitergespielt werden sollte. Ist natürlich für jeden, der dann erstmal sich in der zweiten Reihe eingliedern muss, ein bisschen schade, aber die Herren können sich alle im Training anbieten und der Trainer wird sehen. Ich war jetzt am Donnerstag am TG und habe mir die Karten für Sandhausen abgeholt und habe da kurz beim Training einmal zugeschaut. Das war schon Zug dahinter, also hat mir Spaß gemacht, dazu zu schauen. Okay, ich wollte noch kurz zum Thema Lübeck, die haben, also wir reden jetzt doch drüber, die haben ja jetzt in Mannheim am Wochenende gespielt, nach einem 0-2-Rückstand noch ein 2-2 bei dieser extrem heim, letzte Saison zumindest extrem heimstarken Waldhof. Insofern, naja, also das, also
Meist. In der Liga darfst du dich natürlich gegen keinen irgendwie großen Sicherheit wiegen, selbst wenn du 2-0 führst. Das hatten wir in Duisburg vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal erlebt. Aber so summa summarum würdest du dann sagen, Mai, der Waldhof ist halt die Saison auch noch nicht so weit, dass er so diese, dass das so groß überraschend sei, dass da dass der Lübeck dann nochmal rankommt. Ja, einerseits das, andererseits war es bei Mannheim, also ist es mir zumindest in dem Spiel vorgekommen, doch so, dass die zwar schon wollten, aber nicht mehr wirklich konnten und Lübeck tatsächlich eine Moral an den Tag gelegt hat, so nach dem Motto, wir holen uns hier jetzt den Punkt, komm, was wolle. Ja, dass das Tor, das dann gefallen ist zum Ausgleich für Lübeck, ganz klar nicht gegeben werden dürfte, haben hinterher alle gesagt, selbst die Lübecker, haben gesagt, ja gut, auch der Torschütze hat gesagt, ich habe ihn irgendwie berührt, aber ich habe gar nicht gemerkt, dass ich den Arm so weit oben habe. Also es war sicherlich keine Absicht, dass ich ihm da den Ellbogen an die Schläfe drischt. Aber der Torwart wurde ja dann auch ausgewechselt von Mannheim. Und Der war schon ordentlich. Das kommt man da nicht verleugnen, dass da irgendwie ein Kontakt da war. ja, der hat einen riesen Horn gehabt am Ja. Kopf. Also das war schon. Aber wie gesagt, entweder konnte Mannheim einfach nicht mehr, weil denen halt wirklich fast die ganze Mannschaft weggebrochen ist. Auch der Bahn, der sonst, wenn er in Interviews irgendwie ist, immer sehr positiv ist, der ist mir sehr geknickt vorgekommen. Also auf Mannheim kommen möglicherweise ein bisschen düsterere Zeiten zu. Schauen wir mal, ob die das noch irgendwie bis zum Ende des Transferfensters hinkriegen, dass die da sich noch ein paar Leute holen oder ob das beim Kader so bleibt. Aber es geht ja um Lübeck jetzt eigentlich. Wollte gerade sagen, soll Und nicht unsere Sorge sein. Lübeck war mit 300 Leuten bei dem Spiel. Es wurde so hervorgehoben, war toll, wie viele Leute da mitgefahren sind nach Mannheim. Ja gut, ist natürlich auch nicht die Ecke direkt. Die sind ja so ein bisschen, die waren ja so ein bisschen dieser tragische Fall der Corona-Zeit, weil die waren ja 2021, das eine Jahr schon mal zu Gast in unserer Liga und da waren ja beide Spiele als Geisterspiele. Weiß nicht, ob ihr euch erinnert, damals mit dem Heimspiel, es war diese Ticketposse, wo es dann erst hieß, wie viel 5.000 dürfen, dann am nächsten Tag waren es irgendwie 3.000. Man war jeweils dabei, glücklich, ein Ticket zu haben. Und plötzlich hieß es dann Freitagmittag um 12, nachdem das Spiel am nächsten, quasi knapp 24 Stunden später ungefähr angepfiffen werden sollte. Oder wäre das sogar Freitagabend gewesen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, dann waren plötzlich gar keine Zuschauer da. Von der Bilanz her haben wir auch im Pokal gegen die ja schon zweimal gespielt, einmal verloren, einmal gewonnen. 2006, das war das letzte Mal, dass wir gegen den unterklassigen Verein in der ersten Runde rausgeflogen sind. Tatsächlich? Danach nicht Ja. mehr? Okay, das weißt du natürlich ganz genau. ansonsten, das Heimspiel damals, dieses Geisterspiel haben wir mal gewonnen und dort, glaube ich, ach ja, Jan, du hast jetzt in Lübeck da auch deine, aber wir reden jetzt über das Heimspiel, deswegen sparen wir uns das jetzt mal. Genau. Ja, also wir freuen uns, dass endlich das mal funktioniert mit Zuschauern, wobei ich jetzt heute irgendwie oder gestern war es, glaube ich, auch gelesen habe, irgendwie, ach nee, in der PK hat es der Rainer gesagt, wir dürfen irgendwie. Wir machen jetzt auch den Block hinterm Tor. Die kommen wohl mit sehr wenig Leuten da nur angereist. Schade eigentlich, aber gut. Ja, Mann. Dienstagabend, Lübeck, München. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, die Terminierung von den beiden Lübeck-Spielen ist die größte Frechheit, die der DFB gemacht hat. Also, was fällt denn einem ein, das weiteste Spiel? Ich glaube, maximal Freiburg und halt Haching könnte weiter sein. Aber wieso muss ich denn beide Spiele unter die Woche legen? Also, nee, da verstehe ich keinen Ansatz. Das kann mir kein Mensch sinnvoll argumentieren, wieso dieses Spiel unter der Woche sein muss. Und Es ist planen es eben. monatelang und lassen sich Zeit. Und jetzt auch wieder haben sie die dritte Liga nicht terminiert, analog zur Liga 1 und 2, weil irgendwelche Prozesse noch nicht abgeschlossen sind. Also, ich habe da geschrieben und gefragt, was eigentlich los ist. Dann kriegt man halt so eine Wischiwaschi-Antwort. Also, da ist ja angeblich so viel Hirnschmalz drin und so viel Zeit muss da hier und da geguckt werden, was das nicht alles passt. Und dann kommt dann sowas bei rum. Also, dass das niemandem auffällt. Entschuldigung, das kann ich echt nicht glauben. Das ist denen einfach scheißegal. Das ist Vor aber allem, tatsächlich. dass es zweimal passiert. Aber es ist tatsächlich interessant, dass der gleiche Spieltag in Hin- und Rückrunde eine englische Woche ist. Das kann ich mich auch nicht erinnern, dass es das gab. Weil normalerweise, ja, es gibt halt zwei oder mehr englische Wochen, aber das ist tatsächlich genau diese, also sozusagen der dritte Spieltag der Saison und dann halt in der Rückrunde der dritte Spieltag. Vor allem haben sie vor 2 oder 3 Jahren mal gesagt, es gibt eine 300-Kilometer-Grenze für Spiele unter der Woche. Das finde ich halt eine bodenlose Frechheit, dass ich eine Aussage tätige und dann einfach wirklich wortwörtlich draufspuck auf die Aussage und sage, ich lasse euch jetzt einfach mal 800 Kilometer unter der Woche fahren. Vor allem im August ist es von mir aus
irgendwo noch okay, weil du hast schönes Wetter, Mai, dann machst du halt Urlaub da oben. Aber im Januar nach Lübeck, da könnt. Nee. Rede ich mich nicht weiter drüber auf, weil sonst rede ich mich zu sehr auf. Ich Für die die ist schnell halt durch. auch, für die ist halt auch schwierig, weil die sind echt weit ab vom Schuss. Wenn man sich mal anschaut, wo die Drittligisten alle liegen, dann ist Lübeck schon mit einer kleinen Sonderstellung da versehen. Aber trotz allem hätte man da auf jeden Fall unter der Woche eine andere Lösung finden können, würde ich mal behaupten, wenn man da Ich mittelfristig meine, sicher ist. das nächste Heimspiel für Lübeck ist, glaube ich, Münster oder Bielefeld und selbst das sind über 200 Kilometer jede Richtung. Das Auswärtsspiel meinst du? Also das Ja, nächste. wenn Lübeck auswärts fahren Ja, muss, genau. genau, die habe ich Heimspielzeit. Ja, macht nichts. Ah, Entschuldigung, freudscher Versprecher. Ja. Das nächste Auswärtsspiel, das sie leicht zu einem Heimspiel machen könnten. Jetzt mal. Ja, da, also wie gesagt, die Lübecker haben es quasi immer weit. Ja? Ich meine, wir haben so ein paar Spiele, die sind in der Umgebung, wie Regensburg, Haching, Ingolstadt, auch dieses Ganze, was da Richtung direkten Westen geht, also von uns aus Richtung Baden-Württemberg, das ist ja für uns alles mehr oder weniger Katzensprung. Aber für Lübeck ist es jedes Mal. Also finde ich vor allem den Lübeckern gegenüber echt eine Schweinerei. Weil dann hätte ich halt auch, das war ja vor, ich weiß nicht, in der Saison, wo vier Teams aus München, also mit, wenn wir jetzt Haching mal als Münchner Team mit dazu zählen, weil es ja Landkreis München, da hat ja Rostock auch, glaube ich, Sonntagabend in auswärts bei irgendeinem spielt oder bei uns und dann unter der Woche auch, das kannst du ja theoretisch dann verbinden, dann hätte ich den halt am zweiten Spieltag Haching geben und dann uns am 3. Mai, dann sind sie halt gleich unten. Aber. Das ist halt sehr Fan-Denke, die da, glaube ich, bei den Leuten, die dafür verantwortlich sind, gar nicht präsent ist und vorherrscht. Ja, aber reg dich nicht auf. Ich glaube, wir haben uns eh schon in der Sendung der Spieltagsgestaltung ein bisschen aufregen müssen. Wir werden uns dann sicherlich, wenn dann das Spiel im Januar ansteht, in der Sendung davor auch nochmal drüber aufregen. Aber du bist natürlich trotzdem vor Ort wahrscheinlich. Das ist genau der Punkt, Flo. Richtig? Ja. Gut. Grundsätzlich, mal zu Lübeck sind wir jetzt durch. Dann steht gleich im Anschluss, also sozusagen die englische Woche geht dann in ihren Schlusspunkt, beziehungsweise eigentlich, wie gesagt, durch das Einklingen, worüber wir gleich noch drauf kommen, haben wir dann ja zwei englische Wochen hintereinander gehabt, sozusagen. Dann steht also Sandhausen auf dem Programm. Ist das dann die erste richtige Bewährungsprobe? Ich meine, ohne jetzt Lübeck, wie gesagt, klein machen zu wollen, das musst du auch erstmal gewinnen. All die Phrasen können wir da auspacken. Aber Sandhausen ist dann vielleicht schon eine Standortbestimmung. Jan. Würde ich so sehen, tatsächlich, ja. Also, bisher läuft es gut. Ja, Mannheim hat es gegen Lübeck, hat der Bernd von auch schon erzählt, jetzt nicht so die beste Figur abgeliefert. Also, das scheint noch nicht so richtig eingespielt zu sein oder vielleicht auch nicht mehr zu werden. Müssen wir mal verfolgen über die Saison. Duisburg, ja. Sandhausen schätze ich schon als einen der großen Favoriten. Sind sie auch so gesetzt worden für den Wiederaufstieg direkten. Zum Beispiel mit Ruben Hennings, der war jetzt am Wochenende verletzt und hat nicht gespielt oder angeschlagen. Denke, dass der gegen uns da wieder auf dem Platz stehen könnte. Bin ich echt mal gespannt, wie sie sich dann da in Sandhausen schlagen. Und wenn es dann auch noch so zu einem Sieg reicht, weiß ich, vielleicht sogar zu null. Also Hiller war ja in Duisburg auch wieder sehr, sehr gut. Vielleicht tut ihm dieser Konkurrenzkampf doch gar nicht, also ist vielleicht auch nicht so schlecht für ihn. Bin ich mal gespannt, wenn es in Sandhausen auch zu 3 Punkten reicht. Dann. Und das erste 16:30 spielt tatsächlich, fällt mir dazu auf. Schon vier. Bernd, Sandhausen hast dich jetzt noch nicht so damit beschäftigen können, Ja, wahrscheinlich. tatsächlich doch. Nämlich Freitagabendspiel gegen Dresden. Freitagabendspiel gegen Dresden habe ich mir heute Nachmittag, nachdem ich mir Lübeck-Mannheim angesehen habe, noch reingezogen. Und das erste in Lübeck habe ich natürlich auch schon gesehen, wegen der Vorbereitung auf Lübeck. Sensationell. Es ist doch toll, der Spielplan, Flo, wie der das für die Taktiktafel, wie das für die Taktiktafel passt, dass unsere Gegner immer gegeneinander spielen. Da kann man das andere mal vernachlässigen. Sorry, Bernd, jetzt musste ich dich unterbrechen. Alles Weiter. gut. Es kann übrigens sein, dass ich jetzt mittendrin sprechen mal aufhöre, weil ich mich irgendwie wegbewegen muss. Mir ist gerade eine Hornisse durchs Fenster hier reingeflogen und ich habe keine Ahnung, was die macht. Die brummt hier rum. Wenn ich Live. irgendwie plötzlich panisch Möbel umschmeißend, laut polternd weglaufe, dann ist die Hornisse hinter mir her. Das ist ein Wer Riesen. spielt Aber weiter? Entschuldigung, das ist jetzt vollkommen off-topic. Momentan hat sie sich an einem Dachbalken hingesetzt.
und ist still. Ja, Sandhausen. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe von Sandhausen, außer dem Pokalspiel gegen Hannover, wo sie wirklich klasse waren, in der Liga kochen es aber irgendwie doch nur mit Wasser. Das war jetzt, sagen wir mal, so ein typischer Absteiger, der sich in der Liga noch nicht so wirklich zurechtfindet. Aber nicht ungefährlich. Ich fand bemerkenswert, die Dresdner haben sich irgendwie so beklagt, dass sie so viele taktische Fouls begangen hätten und dadurch den Spielfluss so gestört hätten. Und deswegen, weil das Spiel ja 1:0 für Sandhausen ausgegangen ist, und deswegen hätte man dann also als Dresden da ja überhaupt nichts irgendwie ausrichten können und so weiter. Das fand ich auch mal so, noch selten so gehört, so als Begründung irgendwie. Ja, da muss ich aber den Dresdnern schon auch vorwerfen, dass man halt einfach nur mit dem langen Ball auf den Herrn Kutschke, das ist kein Rezept. Okay, also. Dresden hat natürlich schon teilweise auch Fußballspiel und so weiter, aber Sandhausen gutes Stellungsspiel und diese taktischen Fouls sind ein wunderbares Mittel. Wenn die Schiedsrichter da richtig durchgreifen und bei jedem taktischen eine gelbe geben, dann ist es relativ schnell vorbei. Wenn der Schiedsrichter die Jungs an der langen Leine lässt und als Absteiger hast da möglicherweise auch ein bisschen Vorschusslorbeeren oder sowas, dann nein, musst halt damit leben, dich drauf einstellen und selber halt auch einmal zulangen und sagen, Spezi bis daher und nicht weiter. Also es ist so ein bisschen, ja, Ausrede fast eigentlich, oder? Also, oder? Sowas ist immer Ausrede. Wenn ich in einem Spiel keinen Fuß auf den Boden kriege und dann die Foulspielerei vom Gegner es nicht schaffe, die zu meinem Vorteil umzumünzen. Ja? Nach so einem taktischen Foul muss ich halt schauen, dass ich schnell weiterspiele, gleich wieder aufstehe und nicht da 5 Minuten am Boden rumkugel, dass sich der Gegner stellen kann. Okay. Ja gut, aber wenn ein taktisches Foul normaler gelbe Karte nach sich zieht, musst du ja erst mal warten. Ja, gut, aber der Schiri, der. Scheiße, jetzt fliegt wieder. Der Schiri, der tut halt, was er tut. Und wenn du siehst, der zieht die Gelbe nicht oder macht da kleine Anstalten, dann muss ich einfach aufstehen und schnell weiterspielen. Und vollkommen wurscht, ob er jetzt die Gelbe zeigt oder nicht. Wenn ich nach einem taktischen Foul ewig auf dem Boden liegen bleibe, dann ist das halt der Schmarrn, weil nicht jedes Foul tut weh. Es ist einfach so. Ja, und hin und wieder muss ich halt mal auf die Zähne beißen und zeigen, dass ich ein Kerl bin und nicht ein Memme. Punkt. Bilanz gegen Sandhausen übrigens ausschließlich, also Wettbewerb, also Pflichtspiele in der zweiten Liga, und zwar lustig, ich finde es ganz lustig, zwischen Herbst 2012 und Frühjahr 2017, also in weniger als 5 Jahren haben wir 10-mal gegen die gespielt, immer in der zweiten Liga. Wer weiß die Bilanz, ohne sie nachzuschauen? Ist die jetzt für uns oder für die anderen oder ist die ausgeglichen? Also vom Gefühl her spricht die brutal für Sandhausen. Ich hätte jetzt keinen Sieg von uns gegen Sandhausen im Kopf, den ich gesehen habe. Also ich würde sagen 1, 3, 6. Ja, also Jan, möchtest du auch noch was sagen, bevor ich es auflöse? Ich weiß, weil du jetzt sagst, dieser Block, damals hat man sich dann irgendwie in der zweiten Liga irgendwann mal gesagt, ja, ein Auf- oder Abstieg wäre ja ganz cool, mal um was anderes zu sehen. Und Sandhausen war, glaube ich, so ein Beispiel davon, wo man echt keine Lust mehr drauf hatte eigentlich. Weil echt 10 Spiele waren in 5 Jahren, ja, dann irgendwann reicht es dann auch. Und jetzt kommt es zum 11. Spiel. Ich würde auch so meinen Vorredner dann mich anschließen, aber ganz genau so einen Tipp abgeben will ich nicht, so wie Flo, aber gucken wir mal. Ganz so schlimm ist nicht. 4 Siege Sandhausen, 3 Unentschieden und immerhin. Wir haben auch 3-mal gegen Sandhausen gewinnen können. Unter anderem gleich das erste Spiel 4:0 in der wunderbaren Arena vor den Toren der Stadt, 29. September 2012. Und dann haben wir tatsächlich auch nochmal 2016 im Frühjahr irgendwie 3:2 gewinnen können gegen die. Genau, der dritte Sieg, wann war der jetzt eigentlich? Ach ja, auch gleich am Anfang da, in der, ja, das ist eben so lange her schon, 8. März 2013, auch das Spiel dort in der Saison, 12-13 haben wir beide Spiele sind draußen gewonnen, also 1-0. Aber, und das muss man auch dazu sagen, das wird diesmal nicht passieren, davon kann man jetzt schon ausgehen nach den 2 Siegen, aber gefühlt ist nach Spielen gegen Sandhausen immer irgendwie, sind immer Trainer bei 60 entlassen worden. Ich behaupte, dass das 3-mal schon der Fall war. Ich glaube, Kostarun Jajic ist entlassen worden nach dem 2016er Spiel.
so eine ganz schlimme 3-2-Niederlage, wo man 2-1 geführt hat zur Pause und dann noch 3-2 verliert. Ich glaube, Ricardo Moniz ist auch nach einem Spiel dort, nach einer Niederlage im September 14, 1-0 entlassen worden. Schmidt auch. Aber da könnt ihr mir jetzt nicht wirklich draufhelfen, oder? Fürchte ich. Am ehesten der Nein, Bernd vielleicht. Nein? nein, Der kämpft mit keine Chance. Dornisse. Also, das wird diesmal jetzt nicht passieren, davon gehen wir aus. Aber Sandhausen ist an sich so ein Gegner, der nach dem Trainer entlassen werden bei 60. Also diesmal nicht. Blutig brauche ich nicht fragen, aber Bernd, soweit ich weiß, du bist auch vor Ort, Sandhausen. Ja, ich bin da auch. Hervorragend. Und Jan, wie schaut es bei dir da aus? Vielleicht, das hat man doch auch schon vor kurzem mal, dass man dich noch irgendwie hier überreden muss dazu. Nee? Ja? Was? Nee, überreden kann man mich nicht, weil ich meinen Wohnort wechsle an diesem Wochenende und da bin ich leider den Samstag beschäftigt. Ich Dafür wäre den gerne ersten. gefahren, weil die Distanz ist ja nicht so groß. Ja, Aber ziehst halt bis 10 Uhr morgens um und um 11 Uhr kommt der Zug. oder so. Oder aber nachts halt um 10, recht früh. nach Ich helfe meinem dir auch dafür. Kenntnisstand bist du ja auch am Tag geile Überleitung des Pokalspiels gegen Aindling umgezogen. Nee, da hast du sozusagen den Den ersten Schlüssel Schritt, bekommen. ja, den Schlüssel bekommen. Dann alles. Okay, gut. Ja, also bist entschuldigt für Sandhausen. Genau, vielleicht steigen wir auch zusammen mit Sandhausen in die zweite Liga auf und dann können wir diesen 10 Zweitligaspielen bisher noch weitere hinzufügen. Apropos Umzug und Schlüsselübergabe, da müssen wir jetzt ein bisschen seltsam, jetzt sind wir so weit in die Zukunft liegt. Also Aindling steht noch auf dem Programm. Flo, du warst natürlich auch in Aindling. Ja, du ja nicht, Jan. Bernd, du warst auch nicht in Aindling. Doch, ich war da. Doch. Ah, ja dann, erzähl doch mal. Also erstmal, ist alles friedlich geblieben? Wo war die Aggression früherer Zeiten? Was ich so gehört habe, war gar nichts da. Alle waren lieb miteinander, oder? Wer möchte von euch? Lass doch mal den Flo beginnen. Ich habe hier gerade wieder das nervige Insekt. Okay, ist geil. Ich weiß jetzt schon, wie die Sendung heißen wird. Nein, ja, Flo, also. Wobei diese Konflikte, die es mit denen gab, die waren ja auch vor deiner Zeit, sage ich jetzt mal. Du kennst sie auch nur aus den Mythen- und Legendenerzählungen. Was heißt vor meiner Zeit? Bayernliga-Zeit war wahrscheinlich auch schon, ja, war gerade erst die Zeit von meinem Vater. Also, Nee, ja, aber das war ja Amateure. Das war ja nicht klassisch Bayernliga eigentlich. Das war ja ja, irgendwie. Ja. trotzdem war es wahrscheinlich vor meiner Zeit, weil das war ja damals die Saison, wo die Amateure aus der Regionalliga abgestiegen sind und das müsste so um die 2000er raus. Also, Ja. ich glaube, ich war schon geboren, aber ich war halt nicht da. So, ich fand es Aber friedlich. diesmal warst du da. Nichts negativ aufgefallen. Mai war halt ein totes Pokalspiel, war halt Spiel ist vor sich hingeplätschert. So wirklich aufgepasst hat halt keiner. Außer die Spieler. Ja, aber von den Fans, ich meine, das war jetzt kein fußballerischer Leckerbissen, weil erwartest du nicht, aber du hast klar gewonnen. Und ich meine, in der nächsten Runde spielst du ja zu 99,9% gegen DJK Hein. Da habe ich schon wieder weniger Bock als Aindling. Warum? Weißt du, weil es weit Weil ist es hinter eigentlich. Frank, weil es ja schon fast bei Frankfurt da oben ist, ja hinter Aschaffenburg. Ja. Finde ich jetzt übrigens aber auch lustig. Also, das wird jetzt auch nicht sonderlich gelobt, dieses Spiel in Aindling. Ich meine, wir beklagen uns, dass sie sich in der Runde davor in Stockheim so anstellen und die nicht die richtige Einstellung auf den Platz kriegen. Und dann machen wir souveränes 6 zu 0 und dann sagt man auch wieder so: Naja, ist halt so gewesen, wie es war. Ja, Also. aber das ist halt so ein Ding. Im Tote-Pokal kannst du eigentlich nur verlieren, weil wenn du gegen ein unterklassiges Team spielst, geht jeder davon aus, dass du souverän gewinnst. Heißt, das 6-0 war erwartungsgemäß. Wenn du halt dich gegen Stockheim in der ersten Halbzeit anstellst, die noch was, dann fällt es natürlich negativ auf. Wenn du jetzt ein Aindling 13-0 wegschießt, dann ist klar, dass einige sagen, boah, okay, das war wirklich, wirklich gut. Aber im Normalfall kannst du im Toto-Pokal nicht wirklich gewinnen, weil es dir halt im Zweifel negativ ausgelegt wird, meiner Meinung nach. Okay. Bernd, bist du noch bei uns Ja, oder? ich bin da. Sie hat sich wieder gesetzt. Sehr gut, dann erzähl was über Aindling. Stimmst du dem Flo zu oder würdest du jetzt dich schon lobend äußern wollen dazu? Darüber. Ja, also wichtig in so einem Spiel ist einfach, dass man sich selber keins fängt. Ja, das ist passiert. Und was da nach vorne funktioniert oder auch nicht, hängt ja auch immer viel damit zusammen, mit wie vielen Leuten die dann aktiv verteidigen. Ja, naja,
du kannst den Ball halt nur da durchschießen, wo keiner ist. Und wenn hinten halt irgendwie fünf Leute das Tor zustellen im Zentrum, wird es da halt schwer. Und dann trotzdem sechs Tore zu schießen, ist schon ganz okay. Also da brauchen wir jetzt hier auf keinen mit irgendwas draufhauen. Das war schon passend. Und auch im Toto-Pokal darf es genauso weitergehen. Sind auch Pflichtspiele, die da absolviert werden. Richtig. Genau, und das wäre der Weg dann ja auch, wie wir immer sagen, der einfachste Weg in den DFB-Pokal. Gut, ich bin froh, dass wir das auch noch besprochen und abgehakt haben. Ja, ansonsten sind wir heute ein bisschen schneller als sonst, oder? Kommt mir vor. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Jan, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, worüber du gerne reden Jetzt nochmal möchtest? ein kompletter Sprung zum Anfang, aber die Stimmung in Duisburg nochmal aufgreifen. Ah, sehr gut. Stimmt. Unabhängig davon, was der Flo schildern kann oder vielleicht schon geschildert hat, hat ein Kumpel von mir, der war auch vor Ort, das sehr, sehr gelobt, dass es wohl richtig gut war. Ich habe ja auch ein neues Lied oder ein aufgefrischtes Lied, was da geschmettert wurde und passend zur Hitze entsprechend nochmal den Block angefacht hat. Die, ja, vorne sieht man ja mittlerweile das veränderte Zaunfahnenbild, ist sicherlich vielen aufgefallen. Gibt noch kein offizielles Statement, genau. Flo springt zur Seite. Die einzelnen Gruppen sind wieder präsent. Wie man sieht, sehr schöner Einsatz von dir. Ja, wir warten mal ab, ob noch was Offizielles kommt, aber können jetzt auch nichts dazu schreiben, weil es eben noch keine genauen Infos gibt. Aber es hat ja jeder mitbekommen, eigentlich, was da halt zu sehen ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass die Stimmung entsprechend gut war und hoffe auch, dass es dann am Dienstag und in Sandhausen wieder so sein wird. Ich glaube, das hilft der Mannschaft schon auch, wenn da so ein stimmgewaltiger Heim- bzw. Gästeblock da tätig ist. Hätte ich nicht erwartet, deswegen wollte ich es nochmal ansprechen, also dass es in Duisburg so gut wird. 1200 waren es, glaube ich, am Ende haben sie jetzt, wurde geschrieben, die sich auf den Weg gemacht haben. Also nochmal 200 Karten quasi in der Tageskasse. Auch ganz ordentlich für die Distanz. Man waren schon mal mehr, aber den kann man zufrieden sein mit. Ja, der ein oder andere ist möglicherweise im Urlaub. Wir haben Ferien. Das stimmt. Guter Punkt. Jetzt fällt mir gerade auf, das hatte nämlich auch uns der Kollege Manni dann auch kommuniziert. Und den hätte ich ja heute gern auch mal wieder in der Sendung dabei gehabt, aber der konnte dann leider jetzt nicht. Irgendwie an der Einlasssituation in Duisburg hat sich irgendwas geändert, Flo, oder? Ja, normalerweise war ja vorne der Parkplatz, da hast du dich getroffen und bist dann diesen schmalen Weg vorgelaufen und dann war ja dieses Eintrittsding. Direkt vor Dieses der Mal Unterführung sozusagen. haben sie vorne den Einlass gemacht mit den Kontrollen und vorne stand nur einer, der kurz auf dein Ticket geschaut hat, dass du in die richtige Ding gehst. Was meiner Meinung nach entspannter war, weil du halt nicht dieses Gedränge hast. Sie hatten viel mehr Leute, es war breiter, weil du hast ja nur dieses eine Drehkreuz für den. Also es war besser organisiert, meiner Meinung nach. Die Leute waren freundlicher, weil letztes Jahr waren das nicht so angenehm in Duisburg, aber war top organisiert, meiner Meinung nach. Bloß halt, dass sie immer noch keine fähigen Leute an den Bierständen hinstellen, ist halt zu viel verlangt. Zu langsam. Aber ich bin zufrieden, dass der Einlass funktioniert hat, da kann ich das andere verkraften. Was heißt, fähige Leute am Bierstand haben's nicht vernünftig eingeschenkt? War es wenig Bier im Becher, Nee, oder? aber wenn du hingehst zu ihr, du holst dir drei Bier, gibst dir einen 20er, ein Bier kostet 15 Euro und sie 15 gibt dir. Euro. Das kostet 15 Euro. Für drei Bier und sie gibt dir, also rechnen konnte da keiner. Ich habe mal für drei Bier, ich glaube, statt 15 10 € gezahlt, mal habe ich 12, also Preise war Würfeln. Einmal hat sie mir gar kein Solange Wechselgeld die Menge gegeben. Bier im Becher passt. Also die haben einfach ihre Preise gewürfelt. Vielleicht war das so ein Börsenspiel oder so und du hast es gar nicht mitbekommen, dass immer der Ja, nee, ganz Bierpreis die cool. entsprechende Nachfrage in Abhängigkeit vom Spielstand oder so. Ja. Sehr gut, übrigens, dass wir jetzt bei der Kulinarik auch endlich angekommen sind. Da bin ich eigentlich die ganze Zeit schon Gott drauf sei gewartet, Dank. aber. Ja, kulinarisch, Ja? Pluspunkt, die Manta-Platte in Duisburg, Weltklasse. Und zwar im Currywurst Stadion. und Pommes, Weltklasse in Mannheim. Mannheim sage ich schon, in Duisburg. Wie nennst du die Manta-Platte? Ja, Manta-Platte, so heißt es in, entweder in Münster oder Osnabrück steht da Manta-Platte an dem Ding. Okay. Was es gibt. Ja. In Elversberg war es nicht die Manta-Platte, Bernd, aber. Nein, aber Elversberg ist War jetzt trotzdem. weg. Jetzt schau mal, wie die Würstel in Sandhausen das nächste. So machen wir das, ganz genau. So, jetzt fällt mir aber nichts mehr ein.
Also meiner Seite können wir das Ganze beschließen. Dann, genau, ist ja auch so, dass man, ich sag mal, der eine oder andere hört es vielleicht gerade noch schnell am Dienstag, bevor er sich auf dem Weg ins Stadion macht zum Heimspiel der Löwen gegen Lübeck. Insofern ist es auch mal in Ordnung, wenn wir ein bisschen kürzer mal geblieben sind, Ich habe es oder? noch nachgeschaut, du hattest fast recht. Der Hunyadj wurde nach einem Kaiserslautern-Spiel entlassen, aber da wurde dann geschrieben, ausschlaggebend war die Niederlage gegen Sandhausen. Also die anderen beiden waren richtig. Respekt an dein Gehirn, was da immer, was du dir merken kannst. Was ich mir da gemerkt habe, ach, das ist aber jetzt interessant, okay, aber das war dann das Lautern-Spiel, das war dann ein Heimspiel danach oder wie noch nach Ja, den da war nämlich eine Sandhausen? Länderspielpause und dann haben sie davor schon beraten gehabt und die noch drin gelassen, warum auch immer, weiß kein Mensch, aber das ist bei 60 öfter so. Ja? Ja. Okay, also und das war dann das nächste Spiel sozusagen nach dem Sandhausen, war dann das Heimspiel gegen Lautern, also Heim war es ja nicht in der Arena, aber das Spiel in München auf Boden, Fred-Manninger Boden und danach wurde er dann entlassen, oder wie? Fast Ausgerechnet richtig. gegen seinen Ex-Verein auch noch. Ich könnte jetzt noch, wir könnten es doch noch künstlich in die Länge ziehen. Wo ist Kostas Hronjalic aktuell Trainer? Sachen. Ja, Weißt keine du es? Ahnung. Nationaltrainer von Sansibar, keine Ahnung. Ein Flo, weißt du es auch nicht? Wer? Kostas Hronjalic. Der ist doch irgendwo in Polen. Ist der nicht bei Czechia Stochau? Passt. Legia Warschau. In dieser Woche oder am Donnerstag in der Conference League Qualifikation erfolgreich sich durchgesetzt gegen Austria Wien. Aber gut, ich glaube, wir gehen jetzt zu weit weg von dem, was eigentlich die Löwen betrifft. Also von mir aus können wir es jetzt auch hier an der Stelle beenden und uns allen einen schönen Abend wünschen. Genau. Vielleicht nochmal ganz kurz ein kurzer Blick genau auf das Ergebnis. Ist also so geblieben, oder? 1:1, Rot-Weiß Essen, Aue. Es gibt in dieser, und da sollte man dann tatsächlich jetzt, ja, gibt es doch noch was. In der Tabelle sehen wir also den unangefochtenen Tabellenführer mit +5 Toren Differenz. Kein Gegentor, 60 München und dahinter, hört, hört, die Mannschaft mit den hässlichsten Heimtrikots der dritten Liga. Das kann man hier so deutlich sagen und da rücke ich auch nicht ab davon. Viktoria Köln. Und ansonsten haben wir schon keinen Verein mehr dabei, der beide Spiele gewonnen hat. So kann es Widerspreche ich weitergehen. dir, Mannheim ist hässlicher. Die Trikots. Ja, mit dem Sponsor vorne drauf sind das die hässlichsten. Jenseits des Sponsors, aber hast du die Heimtrikots von Viktoria Köln mal angeschaut? Ich finde die geil. Mit diesen stilisierten Kölner Domtürmen da, oder was soll das? Was sollen diese schrägen Formen da an der Ja, aber Bauchmuskulatur? es ist halt mal was anderes. Du hast nicht immer dasselbe. Es ist anders, du hast was von der Stadt mit drin. Ich meine, wir fanden die bei uns, die mit dem Münchner Kindl in der Form, mit dem gelben Streifen, die Auswärtstrikot, fanden wir alle geil. Ich finde es gut, es ist was Eigenes, es hat was, mal auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig, aber wenn du dich ein bisschen dran gewöhnst, finde ich es nicht schlecht. Ich hätte mich nie daran gewöhnen können, aber die bleiben ja auch nicht da vorne in der Tabelle. Und wir schon. Gut, haben wir diesen Konflikt auch noch untergebracht? Es wäre eh eine eigene Sendung, dann über Trikots diskutieren. So, jetzt Apropos endgültig. Konflikt, vielen Dank an unseren Ehrengast, die Hornisse, als fünfter Vertreter heute. Genau. Leider keine Meinung bekommen, aber fürs nächste Mal. Hast du besiegt, Bernd? Wie bitte? Hast Nein, du Hornissen? die schwirrt jetzt um meine Deckenlampe rum, zusammen mit einer Motte, die durchs gleiche offene Fenster reingekommen ist. Und sobald wir hier fertig sind, werde ich zumindest versuchen, die Hornisse mit einer Schirmmütze zu fangen und dann wieder aus dem Fenster hinaus zu befördern. Weil, ganz ehrlich, ich habe keine Lust, die Nacht mit dem Vieh zu verbringen. Total nachvollziehbar und dann sollte das jetzt auch geschehen und deswegen beenden wir das jetzt hier. Vielen Dank dir, also trotz der Attacke der Insekten, Bernd, vielen Dank für deine Es Teilnahme. war Gott sei Dank nur eine. Also wären es mehr gewesen, dann hätte ich möglicherweise abgebrochen und irgendwie eine WhatsApp geschrieben. Klingt aber sensationeller. Flo, auch dir vielen Dank, dass du es möglich gemacht hast, dabei zu sein und Jan natürlich an dich auch, immer ja ein treuer Begleiter. In diesem Sinne, wir sehen uns alle am Dienstag auf Giesings Höhen und wünschen unseren Zuhörern auch eine schöne Woche und dann natürlich eine sportlich erfolgreiche für die Löwen. Bis dann. Ciao. Servus. Wir zeigen. Keine weitere Folge mehr vom 60er.de Talk verpassen, dann abonniert jetzt unseren Kanal und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Servus Löwenfans.